Okay, ich erzähle jetzt um ein Projekt aus Physik 1. Ganz am Anfang steht ja immer die Frage, wie schnell fallen Gegenstände. Und wir wollen es hier ausprobieren. Wie machen wir das? Wir haben hier jetzt zwei Seile. Die sind jeweils 8 Meter lang und wir haben auf diesem Seil hier, da sind 6 Kantenmuttern befestigt. Und alle sind in einem gleichen Abstand, also 40 cm. Ja, auf der anderen Seite haben wir den Abstand quadratisch und dazu kommt noch die Meter Stab. Ist der Abstand quadratisch oder der Abstand von dem ersten ist quadratisch? Der Kinder von zwei. Ja, genau. Die Frage, die dahinter steht, die man anders formulieren kann, wie ist der Abstand zwischen den einzelnen Muttern? Wie muss der sein, dass hinterher der Ton, wenn wir die Schnur aus dem Fenster fallen lassen und unten auf die Platte, dass der gleichmäßige Geräusche macht. Und das testen wir jetzt. Ja. Ich hoffe, die Seile sind lang genug. Ja, das ist ein lang genug. Okay. Doch, ja. 8 Meter. Das sollte reichen. Okay, einer bleibt oben, der ist dann oben. Ja, ja. Wir gehen runter und gucken und schauen uns das an. Und jetzt könnte es dann aus dem und los. Und los. Runter. Stopp. Stopp. Jetzt. Los. Das ganze Experiment haben wir natürlich auch mit dem Mikrofon aufgenommen. Man sieht hier die Tondateien jetzt in MATLAB geplottet. Links haben wir die gleichmäßigen anwachsenden Abstände der Mutter auf dem Seil, rechts die quadratisch anwachsenden Abstände. Und man sieht hier sehr schön an den Amplituden, dass die Zeitabstände bei dem gleichmäßigen immer kleiner werden, wobei die bei dem quadratischen immer konstant bleiben. Wenn man das Ganze jetzt nun auch als Formel betrachtet, haben wir hier die Bewegungsgleichung für gleichmäßig beschleunigte Körper, x von t. Dies beschreibt die Bewegungsgleichung, wenn man eine Zeit t einsetzt und wo sich der Körper dann nach einer gewissen Zeit t befindet. Und das kann man nach der Zeit umformen, weil wir nach der Zeit auch suchen, wie sich diese verhält. Und wir haben hier jetzt x von t quadriert, mit einer neuen Variable ersetzt, x neu von t, das dann eingesetzt und geschaut später, ob das Ganze auch theoretisch dem entspricht, was wir gemessen haben. Wir haben das Ganze dann natürlich auch in MATLAB mal geplottet. Einmal das theoretische Ergebnis hier in blau mit der blauen Kurve und das gemessene Ergebnis von den Tondateien in der roten Kurve. Die X repräsentieren jeweils die Mutter, die auf dem Seil ist und nach einer gewissen Zeit dann auf das Blech geknallt ist. Und man sieht hier ganz schön eine anwachsende Kurve. Und ja, hier entspricht das theoretische und gemessene Ergebnis relativ gut überein. Das Ganze haben wir natürlich jetzt auch für die quadratisch anwachsenden Abstände auf dem Seil durchgeführt. Hier ist das wieder in MATLAB gemacht und man sieht in blau die theoretische Kurve, die wir berechnet haben, und die rote gemessene Kurve aus den Tondateien. Diese stimmen relativ gut überein und man kann sagen, dass das mit den quadratischen anwachsenden Abständen auf dem Seil das theoretische Ergebnis relativ gut übereinstimmt mit dem gemessenen Ergebnis.